Swiper. Swy. User joined your channel. Hallo Mr. Gamble. Da kommt der der Verspätere. Der Spätzünder. Ja. Spätzünder. Ja. Ja. Auf geht's, Server. Grüße die Fans. Mhm. Hallo Fans. Hallo. Ich weiß, ihr habt mich alle schon vermisst. Der Mann der ersten 6 Folgen ist wieder da. Der Star, wenn ich bitten darf. Du wirst schon sehen, wenn du auf dem Server joinst. Pio, XD und Somrex haben mitgeholfen. Hallo, ich hab dich mitgeholfen, ihr habt mir geholfen. Wow. Okay. Bleib chillig. Ah, wir haben 3 Kühe. Eure billige Hilfe brauche ich nicht. Bin Profi. Ja, ja. Das wissen wir doch alle. 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 Das war so klar. Also die Bäume gehen jetzt. Die gehen jetzt irgendwie auf den Sack. Hier ist auch noch so ein großer. Die liefern halt kontinuierlich Holz. Ach du Scheiße. Denk mir schon die ganze Zeit, warum es so schattig Bing. Ist. Bing! Ja, Pio, du stehst im Schatten deiner selbst. Also. Aber sowas von. Kann jemand mal hier den. Ne, ich habe genug Holz dabei. Ha. Aber das mit den Bäumen muss jetzt langsam mal hier aufhören, weil ich möchte gern, sehr gern sogar, also richtig gern, möchte ich langsam hier anfangen, ein bisschen die Grundrisse vom Haus zu machen. Und dazu gehört, dass ich das, ne, den Dreck lasse ich da, der stört nicht unbedingt. Ah ne, der stört mich, doch, der stört mich. Der Dreck muss weg. Ich erinnere mich da an etwas. Brech den Damm, befreit den Fluss. Oh, du dumme Spinne, jetzt bin ich von einem Plateau runtergeflogen. Also pflanzt jetzt bitte kein Holz mehr hier an. Baus gerade ab. Damit auch langsam die ganzen Blätter verschwinden, weil die nerven mich irgendwie. Alter, die nerven wirklich, diese Scheißblätter, die bringt mich noch um. Nein, hört auf, nein. Jo. Ich hab meine Blätter probiert, Entschuldigung. Jo. Ich hätte mal ein Blatt getötet, also bitte. Jo. Also es war Blattsalat, okay? Ich hab was für dich, ich hab eine Schere für dich. Dann sind die Blätter schneller weg. Also, aber egal. Todd, das ist sehr unprofessionell, was du da machst. Was? Einfach aufstehen. Ja, echt schlimm, gell? Was soll ich tun, wenn es an meiner Tür klopft? Echt mal, schämst dich gar nicht. Nein! Dafür, dass du eine Tür hast? Gott, ich glaube, du bist echt eine Enttäuschung mit deinem Eltern. Ja, ist echt so. Unsere Heizung geht schon wieder. Wie schauen deine Eltern jetzt hier das Let's Play? Nein. Nee, die schämen sich dafür zu sehr. Aber wichtig, ist es draußen arschkalt und die Heizung geht schon wieder. Ach, mach nichts aus meiner Augen. Oh Mann, was ist heute los, ey? Was ist momentan los? Ja, Heizungmangel anscheinend. Meine Heizung ging noch nie. Some Rex. Ja, du lachst, das ist echt traurig eigentlich. Ja, ja, irgendwie schon, ist... ne? Hm, was ist das? Ich überleg gerade, ich brauch mal deine Meinung. Ob ich innerhalb meines das wird riesig. Ja, innerhalb meines Quadrants weitere Stützen anbringen sollte. Quadrants, haha. Ist die Frage, wenn du einen Keller runterziehen willst, kannst du einfach unten irgendwie ausgehöhlt, was weiß ich. Ja, ich weiß nicht, ich überleg's ja mir noch vielleicht. Ich würd sonst erstmal sagen, du gehst mit einem Steg in die Mitte, fängst da an rumzubauen. Keine Ahnung, du wolltest ja auch einen Rand drumherum haben. Ihr kannst auch noch ein Feld und noch eine Stadt reinbauen. Ich mache garantiert kein Feld. irgendwie einen Keller runter oder... Ja, okay, gut, ich mach's erstmal so. Können wir uns auf einigen, dass keine hässlichen Hochhäuser oder Nein, so... Nein, es werden keine Hochhäuser gebaut. Wir bauen Mittelalter-Style. Ich dachte, bis zur World Border. Ach, stimmt. Hoch und runter. Wer da schon wieder einen Baum hingepflanzt? Ich sag keine Bäume und irgendjemand pflanzt doch immer Bäume hin. Ja,
irgendeinem grünen Daumen würde ich mal tippen. Daniel, du bist noch gar nicht auf dem Server. Ich weiß, ich kann noch ein bisschen was machen. Wo warst du heute den ganzen Tag? Du musst es uns nicht sagen, es wird aufgenommen. ich hab geschlafen. Ah, okay. Der Stelle Nummer 2. Dann war ich mal hier, dann war ich mal da. Dann war er wach, dann hast du dich gedacht, warum bin ich überhaupt wach? Dann habe ich meine gute Fuck XD. Und dann hatten wir es komischerweise schon 23 Uhr. Ja, komisch, ne? Zum Glück ist Wochenende. Ja. Sag ich dir. Ja, so ist es, wenn man frei hat. Eigentlich wollte ich ja nur Ja, ich auch. Ich habe nämlich schon ziemlich alle Eichen hier dieses ersten. Ey, hau ab. Mein Holz. Ersten Hektar Kilometer. Also, hallo, also bitte. Mein Name ist Eddard Stark. Ich beanspruche dieses Holz für mich. Also den Baum kannst du haben. Ja, ich brauche auf jeden Fall viel Feuerholz, denn der Winter naht. Winter is coming. And now we must defend our Reich. Euer Reich, mein Führer. Und schon wieder ein Baum, ey, was geht denn hier ab? Das Holz nehme ich. Ja. Ne, das nehme ich. Einfach nur damit ich es hab. Bau es. Ups. Das war nicht ich, das war ein Zombie. Ja, das kam total unerwartet. Extrem. Der war auf einmal da. Ich dachte so gerade, du hast meinen Namen gesagt. XD, unerwartet. Ja. Schon wieder ist die Axt am Sack. 21. Ja, die Axt hängt echt auch am Sack bei dir, Todd. Oh. Ich mach mir Sorgen um dich. Wie geht denn jetzt hier der Weg entlang? Check ich gerade irgendwie nicht. Keine Ahnung. XD, was machst du da? Zorix baut sich da irgendwie so ein Zickzack-Weg entlang. Weg? Warum geht's hier nach unten? Hä? Zickzack? Das hier ist der Weg. Das hier vorne, das hier ist alles Zorix. Hilfe! Ich check nicht, was macht denn dann XD da? Das hier sind das bin ich. Ja, aber was macht XD, check ich da nicht? Der tut ja überall Ding platzieren. Das wird mein Weg zu meinem Haus. Ach, das geht. Okay. Ja, das habt ihr jetzt ein bisschen blöd gemacht. Um die Ecke? Was? Um die Ecke so, okay. Ja, ich finde es irgendwie blöd, dass er hier so einen Block freigelassen hat und dann. Das hätte er gleich jetzt hier entlang gemacht. Ah, jetzt. Ah, sorry. Ich hau mal lieber ab, weil. Ja, Dido. Oh, jetzt kommen die ganzen Jahren, die. XD. Ja, das ist nur, weil ich eh gleich tot bin. Nee, ich sag nur, ich werde jetzt persönlich hier dieses, also die Balken hier, also den Balken hier nur, wegmachen. Ich schieb den Zombie im Wasser. Er hat mich jetzt angegriffen. Ist da irgendwo hier ein Skelett in der Nähe? Ja, ich bin wieder beim Start. Das Skelett ist gerade weg. Ich hoffe, meine Luft reicht für diesen Holzblock. Ich bin wieder bei der Pilzkuh. Meine Luft reicht nicht bist du? Für diesen Holzblock. Beim Start. Bei der Pilzkuh. Hoffentlich reicht mir. Geh mal in Richtung X-60 und Z-429. Zeitpunkt, wo er wieder hier ist, ist er schon wieder tot. Ich wäre fast verreckt, ja. Mann. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ja, das schafft, als wär's, jetzt wird's doch gerade erst wieder Tag. Ist egal. Sind da Kühe eingesperrt dahin? Ja. XD hat doch schon mal ein paar Kühe eingesammelt. Egal. X was? Minus da 60, können wir da ne? Hinten. X minus. Das weiß, das wächst ja auch schon, da können wir das. X minus 60. User joined your channel. Bin ich ja gleich da. Hallöchen. Minecraft Ghost. Alter, jetzt renne ich auch noch in die falsche Richtung. Wow, es wird voll. Ja. Immer mehr Leute, die reden. Die Fame werden wollen. Yeah. Das sind alles Fame-geile Huren, sind das. Fame-Hure. Ich will sterben. Siehst du, jetzt ist doch noch Aufmerksamkeit geil. Geh mal schöner hier. Ja. Wie Boomer einfach die ganze Zeit sieht, die XD Crush XD, bababa. Hallo Zombie. You're a fucked up man. Fucked up.
Fuck. Darf man überhaupt fuck auf YouTube sagen? Ja, natürlich. Hey, schon kommen die einfach mal alle Videos gebannt. Gestrike. Gegen? Und noch fuck. Mehr Strikes. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine neue Axt, nämlich mal diese verbrauchte. Und wir müssten, glaube ich, mal zwei Türen über Dings oder hier irgendwie Pforten. Ich glaube, ich baue gleich mal zwei Pforten, damit da kein scheiß Mobs mehr auf den Steg. Was mache ich da? Das ist ja richtig blöd, was ich da gerade mache. Aber doch nicht. Wer weiß. Gleich bin ich tot, ja. Ja. Schon wieder gestorben. Jetzt wiederholt sich's aber. Jetzt wird's langsam langweilig. X-60, ne? Ja, X-60. Aber du spawnst doch da, wo du geschlafen hast. Du hast doch geschlafen. Ja, habe ich, aber trotzdem bin ich irgendwie gespawnt. Hier ist Lava oberirdisch. Hm? Das ist ja oberirdisch. The rest of the normal world, yeah. Yo man, oh yo man. Wir sollten mal dem Steg, wo der Eingang ist, also auf den Steg, ein Tor hinmachen, damit keine Creeper drauf kommen. Genau, das habe ich doch gerade gesagt, Pio. Ja, hier ist so ein grünes Haus. Kannst aber also, so gerne machen. Ich habe das ignoriert. Ein grünes Haus. Ist das grüne ich hier? Glaube, das ist Sumrex Karagon Standardhaus. Was? Das grüne grün. Haus. Das mit Gelb ist das von Jumbo. Weil ich bin jetzt schon lange vorbei. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Vielleicht ist du bist nach Westen gelaufen. Ich bin beim Minus. Ich bin schon drüber hinaus. Du wirst hier hinausgeschossen. Zum Rex. Ja, ja, schon. Erledigt. Klatsch, klatsch. Also, wie heftig laut das ist. Du wirst es jetzt mal auf den Aufnahmen hören. Ja. Tastaturschläge. Und Z, wo muss ich da hin? Theo? Was? Z ist minus 400... Wow, schlag mich tot. 460. Da muss ich ja 400 Blöcke gehen, Alter. Gehen, nicht laufen. So ist das Leben. Oh, hier sind richtig so viele ist der Kühe. Tod. So ist das Überlebt Tod. Das. Who the fuck, wer hat da einfach so Stützen hier reingebaut? Ich mach die jetzt mal weg, ne? Falls noch mal jemand brauchen sollte, dann soll er sich bei mir beschweren. Minecraft-Ghost? Dort kann ich auch mitmachen. Natürlich. Heißt du genauso, wie du im TS heißt? Ja. Plus Ghost ohne H. Bitte sag mir, du hast die Server-ID. Bitte sag sie. Ich schreib sie ihm sonst. Wenn er sie nicht hat. Gott, ist das ein langer Name. Sumrex, ich weiß, wie man ihn schreibt. The Minecraft Ghost. Er ist auf der Whitelist. The Minecraft Ghost, wenn er sich nennen sollen. Das wäre auch ein guter Name gewesen. Meine Frage, Minecraft Ghost. Kann es sein, dass du dich damals Minecraft Ghost G-H-O-S-T schreiben wolltest und einfach falsch geschrieben hast, oder wie bist du drauf gekommen? Nickname zu lang. Achso. Da musst du Ach eben so. Hart daran glauben. Oh. Da hätte ich mich MC Ghost genannt. MC Ghost in the house. Mac Ghost hättest du dazu auch noch sagen können. Mac Ghost. MacGyver. Peter, Mac Pete. MacGyver Ghost. Es fehlt immer noch einer. Der ghostige einer MacGyver. Nämlich so ein Kerl, der heißt Germ oder Merel. Und ich gehe und gehe weiter. Merelle. Merelle. Die Merelle.
Also ich habe keine Forelle, sondern eine Merelle. Bitte? Ich habe nicht verstanden, was XD gesagt hat. Ach, das muss man jetzt verstehen. Doch irgendwie schon. Ja, irgendwie schon, oder? Yo, Gamble, mach mal eine Vorführung. Lass uns mal den Stuhl hören. Da hat sich immer mein alter Kühlschrank gehört. Bitteschön. Dankeschön. Da ist ein schwarzes Schaf und ein weißes Schaf. Kann die mal jemand mitnehmen? Oh, du bist so ein Rassist, Todd. Warum? Er nimmt doch alle beide mit. Black and White. Ja, und der Schwarze wird ja dann anders, das wird ja dann anders behandeln. Ja, ich würde es noch mehr vermehren. Ich sehe das jetzt schon mal. Das weiße Schaf, das ist so riesen Black. Nein. Weil kann ihn doch mal schwarz. Schaf, das hat so zweimal zwei Blöcke Platz. Sag dir eins. Ich würde das weiße Schaf bevorzugen, nur hätte das schwarze Schaf... nee, ich würde das schwarze Schaf bevorzugen. Aber das schwarze Schaf hätte dennoch weniger Platz, weil es davon mehr geben würde auf einer Fläche. Weil ich einfach schwarze Wolle mehr bevorzuge als weiße. Wird auch hoffentlich mehr gebraucht. Obwohl schwarze, weiße und rote Wolle relativ oft bei mir in Gebrauch sind. Alter, das ist ein schwarzes Schaf auf dem Baum. Das bin ich. Zurück, lach nicht. Zum Rex weiß, wovon ich rede. Zum Rex lach nicht, lach nicht böse. Ich bin fast da, kann mir jemand Essen geben? Das ist fies, Tat. Ich habe auch nichts mehr zu essen. Wo seid ihr jetzt ganz genau? Ja, X minus 60 und Z minus 460. Bei so einer großen Seen sind wir. Für einen Zombie, das ist unbewohnt. Mensch, Todd, ja. Mittlerweile hat dein Survival-Server innerhalb von 2 Tagen mehr als Arthurium insgesamt. Ist doch schön. YouTube-Werbung. Zudem haben auch einige YouTuber mich auf Facebook angeschrieben, ob sie vielleicht auch Zugang zum Minecraft-Server erhalten könnten. Die haben, ja, echt? 2 Stück schon. Die haben das Video, erste Video schon gesehen. Es hat vielleicht gerade mal 11 Aufrufe oder so. Wow, Todd. Dazu habe ich geschrieben, Hessen, dass ich momentan noch am Überlegen bin, je nachdem wie viel bereits Bekannte ich hab nichts zu essen auf Arthurium drauf möchten. Du den aufgegessen? Weil mehr als 5 will ich halt nicht im... Oder mehr als 5 oder 6 Leute will ich halt nicht gleichzeitig auf dem TS und auf dem Server haben. 2, 4, 5. Oh Gott, das wird unübersichtlich. Wir sind jetzt 6 Leute. Das wird nämlich verdammt unübersichtlich, verdammt laut. Keine weiß mehr, wann wo redet und das ist einfach... bei mir ist auch bei 7, 8 Leuten, wenn einer oder zwei AFK ist, ist es für mich kein Problem. Aber wenn dann wirklich mehrere Leute im TS-Channel sind und mehrere Leute versuchen, mit anderen Leuten zu reden, während andere Leute versuchen, mit den anderen Leuten zu reden, das ist einfach zu viel. Mhm. Ja, das würde eskalieren. Das eskaliert. Der eine will mit dem reden, der andere will mit dem reden, aber trotzdem... Dann gibt's Tote, meine Freunde. Ja. Dann gibt's Tote. Trotzdem wollen sie nicht einsehen, in einen anderen Channel zu wechseln, weil sie trotzdem bei den anderen bleiben wollen. Ja. Hast du Essen, Todd? Ich hab noch 5 Brot. Aber Todd... Kriegst eins! Schluck, du Biest! Ja, ich hab sogar kein Essen mehr, ein Brot. Frag Sumrex, der steht auch so ganz böse. Todd, was machst du da? Okay, du kriegst noch eins hier, oder? Oh nein, das ist doch alles deine Fans! Deine Fans, fancy Fans. Was ich mit den ganzen Leuten mache, naja, es kommt halt drauf an, ne? Es dürfen, von mir aus so viele Leute wie möglich mitspielen. Ich weiß nicht, ob das der Server packt, ich weiß ja gar nicht, wie das Limit hier drauf ist. Das Limit sind 20, glaube ich. Pff, perfekt. Bro hat letztens irgendwas gesagt, von wegen, dass der Gesamtboot-Server 36 GB RAM hat. Ja, ich meine, okay. Ich sag's mal so, ich glaube, da ist genug Vorrat da, notfalls 1-2 GB noch, oder? Muss Bumme fragen. Ich glaube, die werden dir schon noch ein bisschen was sonst zugeben. Natürlich. Schreib einfach mal kurz Bumme in den Chat, da kommt er. Bumme. Komm. TS. Äh,
wenn er das jetzt wirklich gelesen hat. Wenn er gleich wirklich antwortet oder irgendwie die Konsole. Ja, du musst dreimal, um 24 Uhr musst du Boomes Namen dreimal sagen, dann erscheint er. Boomer. User joined your channel. 7 Minuten. Ja. Was gibt es dort?